Dieses Video ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Heinz mit einer neuen Folge The Sinking City. Ja, wir suchen ja noch in der Erlöserkirche nicht und wenn wir noch nie welche Spuren wir eigentlich suchen sollen, dann gehen wir nochmal zu dem Carpenter, weil hier fehlt ja auch noch eine Spur im Haus. Ist mir so eingefallen. Haben wir ja auch noch nicht alles gefunden und vielleicht hilft das jetzt weiter mit dem nochmal. Fette sehen hier Neuankömmling. Gewöhnen Sie sich dran. Aus Oakmont kommt jetzt nämlich niemand mehr weg. Schießpulver mehr kann ich nicht tragen. Na, warte mal, da stellen wir erst einmal. Ach Quatsch, Mensch. Inventar. Hier können wir noch ein bisschen was herstellen. Hier konnten wir da, oh, wie wurden das jetzt? Ach ne, hier war voll. Ich dachte, wir könnten jetzt ein bisschen mehr laden. Hier war voll. Dann machen wir jetzt hier. Volle Ladung haben wir jetzt. Volle Ladung. So, da gucken wir mal, ob wir jetzt noch was einsammeln. Sehr schön. Tja. Leute, 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 Leute. Ich weiß hier nicht mehr, mir quallen schon die Birne, aber ich weiß ja. Mir nicht mehr zu helfen. Und hier fehlt ja auch noch ein Hinweis, muss ja hier mindestens noch fehlen. Haben wir ja auch noch nicht alles. Im Versteck hier. Alkohol ist gut, du. Alkohol ist gut. Ja. Die Gewehre, das hat man ja alles. Oh, schön. Die Waffen, hier wurde mehr Wert auf Quantität als auf Qualität gelegt. Hm. Selbst meine Ausrüstung ist in einem besseren Zustand. Hm. Hm. Irgendwas haben wir hier auch noch übersehen. Die Leiche haben wir schon. Aha. Kortitsch und Schießpulver, das ist gut. Ja, wie gesagt, wenn wir immer hier sind, müssen wir immer schnüffeln. Nochmal Schießpulver, nehmen wir immer alles gerne mit. So, aber es muss ja hier noch irgendwo ein Hinweis in dem Haus, den wir auch nie gefunden. Die Leiche hat man ja schon. Haben wir ja mit ihm geredet. Ach nee, guck dir mal. Ach euer, das hat man ja auch schon. Wir sollten den Müll entsorgen. Papa Brute wird jeden Augenblick hier sein. Hm. Das hat man ja schon. Das hat man schon. Den Stofflappen hat man, glaube ich, eben schon gesehen. Das Blut ist noch nicht lange trocken. Hm. Ich habe keine Ahnung mehr, was hier auch noch fehlt. Na, wir gehen mal hoch, wir gucken mal, ob wir da noch was zu sorgen haben hier. Hier war ja okay Hinweis mehr, oder? Haben wir wieder was? Tja, jetzt fragen wir den nochmal mit der Erlösung. Jetzt habe ich keinen Plan, jetzt muss ich wirklich mal spicken gehen, wo ich das ungern machen wollte, aber. Weil sonst kommen wir hier nicht so richtig vorwärts.
Wenn wir jetzt hier auch keinen Hinweis haben. Hier noch einen Hinweis übersehen. Rollstuhl steht hier und in einem anderen Haus, das kann dann bloß... Oh, wer ist denn das? Na, wie geht's, Hübscher? Aha. Na, da reden wir nochmal mit... Was wollen Sie, junger Mann? Nee, es hilft nichts. Verdammter Mist. Jetzt bin ich mit meinem Latein ein bisschen am Ende. Ich dachte, jetzt wenn wir mal kurz Bericht erstatten, kommen wir vielleicht ein kleines Stück weiter. Ne? Aber das ist eben nie der Fall. Tja, Leute, weißt du jetzt auch nicht. Ich mache hier mal kurz Pause und ich gehe doch mal gucken, weil... keine Ahnung. Weil sonst suchen wir ja eine Stunde und irgendwas müssen wir da übersehen haben. Das macht mich jetzt irre, macht mich das. Wir sind ja durch die ganze Kirche, sind wir doch gelatscht. Also. Keine Ahnung. Ich mach mal. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Lieben, da bin ich wieder. Wir gehen jetzt zurück zur Kirche, nicht? Und dann werden wir mal gucken. Ich habe jetzt geguckt, also man muss wirklich gucken. Er hat wieder Tomaten auf die Augen, habe ich wieder. Laufen wir so in die richtige Richtung hier zur Telefonzelle? Ja. Habe Tomaten auf die Augen, das gibt's ja nicht. Ah, da oben sieht es ja auch. Ach, man kann ja auch hier die Leiste oben nicht. Da. Ja, jetzt wieder, ja. Oh Gott. Ja, und hin und hin und her, du, das ist nicht zu fassen. So, Erlöserkirche. Aber ich habe gesagt, wir müssen in den Keller. Ja, bis gleich. So, meine Lieben, das sahen wir wieder, nicht? Das sahen wir wieder. So. Oh, weia. Euer Heinz ist schon... Experte, sondern das Gleiche. Manchmal ist man einfach wie... Hauptsache, kommen die nochmal Viecher. Können wir uns noch was mitnehmen? Metallteile. Nun nehmen wir damit. So, jetzt müssen wir mal gehen. Ja. Können wir uns hier noch was mitnehmen? Wenn wir mal hier sind. Ach, wie praktisch. Wie praktisch ist das? So, und jetzt hier nochmal. Und jetzt müssen wir mal gucken bei dem, der da liegt. Nicht? Das ist eigentlich so einfach, nicht? Guckt mal, so wie das Buch da lag, da liegt da der Schlüssel. Oh. Zack. So. Seht ihr? Jetzt kommen wir in den Keller. Aber wir nehmen, oh, haben wir noch die Waffe. Haben wir noch? Machen wir Licht an. Was ist denn das jetzt hier? Ne, hier kann man diesmal nichts klauen. Was ist denn das jetzt hier? Ah, der ist in einem guten Zustand und könnte sofort benutzt werden. Aha. Ah, der ist in einem guten Zustand und könnte sofort benutzt werden. Jetzt haben wir ja immer noch nicht alles. Also weiter habe ich noch nie geguckt. Ich habe nur bloß geguckt. Oh, das gibt's doch gar nicht, Leute. Mir ein Rätsel.
Jetzt habe ich natürlich nicht weitergeguckt, weil ich will ja, dann macht's ja auch keinen Spaß. Oh, hier kommt wieder, hier klingt's wieder wie. Jetzt bin ich schon mal gespannt. Das sind Sachen unten. Ja, was? Lasst kein einziges Blatt zurück. Niemand soll das lesen, während wir dort unten sind. Aha. So, jetzt müssen wir runtergehen, oder? Das sah aus wie unten. Ja. Und noch was? Wartet nicht auf mich, ich komme nach. Bringt sie zum Krematorium. Wir zerstören sie, bevor wir tauchen. Ja, jetzt fehlt noch was. Oh. Tja, wo? Vielleicht. Jetzt noch ein Hinweis? Nee. Hier unten jetzt? Nee. Hält ja noch einer. Oh, Leute. Das ist irgendwie. Wo ist denn jetzt noch ein Hinweis? Draußen vielleicht? Ah, ich sehe hier nicht mehr durch. Oh, leise. Ach nee, doch, hier, guck. Die Sterne stehen richtig und bald beginnt der Zyklus von vorn. Die Zeit ist gekommen, in den Leib der Mutter zurückzukehren. Wir werden wiedergeboren werden, Brüder und Schwestern. Ich muss herausfinden, was genau hier passiert ist. Tja, dann machen wir hier irgendwie. Die Sterne stehen richtig und bald beginnt der Zyklus von vorn. Die Zeit ist gekommen, in den Leib der Mutter zurückzukehren. Wir werden wiedergeboren werden, Brüder und Schwestern. Dann machen wir hier mal die Eins. Lass kein einziges Blatt zurück. Niemand soll das lesen, während wir dort unten sind. Ja. Das sind die Leichen weg. Oh Gott, das will ich nicht mehr. Ja, erst einmal das vielleicht. Weil der andere so wartet nicht auf mich. Bringt sie zum Krematorium. Wir zerstören sie, bevor wir tauchen. Wartet nicht auf mich. Ich komme nach. Fanatiker, die sich in der Erlöserkirche eingenistet haben. Sie entledigten sich mehrerer Leichen. Nahmen so viele Dokumente wie möglich mit und tauchten ab. Aha.
Ich muss ja genau spielen, eine Kult der Erlöserkirche. Das sagen wir immer noch nicht. Das gibt's ja gar nicht. Die Fanania der Erlöserkirche. Eines der bedeutsamen Gottes an Omen der Erlöserkirche. Das gibt's jetzt gar nicht. So Gedanken. Kirchspringen und einäschern. Gutes Einäschern, es ist keine Kirche, sondern eine Sekte. Keine Aufzeichnung mehr an der Kirche. Versteckter Kultisten. Ne? Keine Aufzeichnung in der die Kultisten haben alle Aufzeichnungen der Erlöserkirche mitgenommen. Das passt alles nicht, das ist alles rot. Kirschgänger wollten Brutus einäschern. Irgendwann der Kirche erwähnen, Herrn der Wälder. Die Kulte ist ein Versteck. Nee. Auch nee, da sagen wir, hier passt da gar nichts zusammen. Warum soll man jetzt Gedankenspiele machen? Die Antworten sind unter Wasser. Die Aufzeichnungen aus der Kirche, die die Kultisten mitgenommen haben, sind meine einzige Hoffnung herauszufinden, wer Brutus Carpenter nach dem Leben trachtet. Müssen wir doch mal in den Keller gehen. So, das haben wir hier nicht, das geht nicht. So, gut. Die Antworten sind unter Wasser. Na, das kann ja wieder was werden. Ach du meine Güte. So, oh Gott, so, wartet mal, wir hatten da hier jetzt nochmal was in der Fallmappe. Jetzt, na, no, Antworten sind unter Wasser, also gehen wir jetzt nochmal unter Wasser. Müssen wir ja, hilft ja nicht. Unter Wasser. Ich mache ja nochmal ein Foto hier oder so. Druck. Bim. So. Ah, jetzt geht's wieder los, du. Jetzt bin ich ja mal gespannt, auf was wir jetzt wieder treffen. Ach, das kennen wir ja. Die Szene nicht. Lädt, was denn jetzt? Alle Schlüsselhinweise gefunden? Wir machen mal kurz Pause. Ja, wieder da ging diesmal ratzfatz. Alle Schlüsselhinweise gefunden. Jetzt sind wir hier aber unter Wasser. Alle Hinweise gefunden. Brücke von einer Einheit. Tauchen. Achso, nee. Wenn wir alles gefunden haben, müssen wir vielleicht hier wieder hoch. Keine Ahnung, ob wir hier noch was finden.
jetzt keine Ahnung. Ja, das ist eine Lampe. Eine Lampe, aber wir kommen hier nicht hoch. Hä? Ach, jetzt. Ist eine Lampe. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Hä? Leute, ich kapiere es nicht. Wie macht er mal hier? Sag mal, da können wir das mit dem Seil machen? Nee. Kommen wir mit dem Seil hin? Nee, da kommen wir wieder hoch. Ganz hoch. Aber wenn wir jetzt alle Schlüsselhinweise gefunden haben, was machen wir dann hier unten noch? Und wie kommen wir jetzt hier hoch? Wir kommen noch bis hier hin. Mensch, Alter, gibt es hier keinen anderen Weg? Nee, gibt's nicht. Ich kann hier mit Dreiecken hier gar nichts machen. Ich verstehe es wieder, Manni. Nee, der geht ja immer wieder runter, Mensch. Nimm mal nochmal hier hoch. Oh, Leute, ich mach mal kurz hier Ende, ja, weil ich greife jetzt nicht. Wie kommt denn der da hoch, Menschenskinder? Das geht doch nur so. Ich kann die Dreiecktaste gar nicht benutzen. Das gibt's doch nie. Ach, Leute. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle jetzt Schluss. Keine Ahnung, jetzt nervt langsam. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hinziehen müssen. Ach, was weiß ich. Na, meine Lieben, mal gucken, wie der da hochkommt. Ich finde ja noch was. Danke euch wieder fürs Zuschauen. Ich freue mich wie immer nette konstruktive Kommentare. Däumchen nach oben, einen anderen Abonnenten nicht. Und wenn ihr sehen wollt, wie Düsselig mir weiter anstellt, das nicht verpasst wollt, dann macht die Glocke an. Da danke ich euch fürs Zuschauen und so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.